Aber das bewegt sich auch ab und zu. Riesige Buchstaben. Und das sieht echt ziemlich komisch aus. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Folge Lucky Race auf dem RandyMC.de Server. Da geht's auch schon los und heute habe ich was Kleines anzusprechen mal wieder. Und in der Zeit natürlich zocken wir das Jump'n'Run, danach gibt's den spannenden PvP-Part. Und na, ist schon mal ein Dierheim. Sehr schön, wir haben jetzt hier auch Schwammblöcke statt Lucky Blöcke. Normalerweise hat man ja das angepasste Texture Pack schön hier auf dem Server. Allerdings gibt's da bei mir ein paar Fails. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall downloadet sich das halt automatisch, ganz klar. Ich schätze mal bei euch allen auch, aber bei mir war das diesmal nicht der Fall. Und da muss man natürlich einmal das Texture-Pack rausmachen, wieder reinmachen, vielleicht mal MC neu starten. Aber Leute, schaut euch das mal an. What the fuck? Wie sieht das hier aus? Erstmal, wir haben die Schwammblöcke. Ich spiele natürlich mit meinem normalen 90k Faithful Edit. Dann hier die Default-Schrift. Und wir haben hier einfach als, ich weiß nicht, als Sonne sozusagen. Okay, da ist die Sonne da vorne, aber das bewegt sich auch ab und zu. Riesige Buchstaben. Und das sieht echt ziemlich komisch aus. Und naja, okay, gut, Leute, wir rennen jetzt gleich mal weiter. Wundert euch auch nicht, warum ich jetzt Mod bin. Ich bann so ein paar Hacker auf dem Server, helft dem Ben ein bisschen. Nur für Hacker und das bockt sich eigentlich auch ganz gut. Hacker müssen gebannt werden und deswegen, ja, helfe ich dem Ben da gerne. Und wir hoffen mal, dass wir gute Sachen bekommen jetzt. Okay, weiter geht's, aber ich schätze mal, dass das Texture Pack auch hier, dieser Bug, uns nicht daran hindern, wird zu gewinnen hier. Auf jeden Fall, was ich auch noch ansprechen wollte, es haben auch hin und wieder mal ein paar so in dem Livestream gefragt, in den Videos, wann kommt denn jetzt dein neuer PC? Ist es so, dass der PC jetzt noch ein bisschen braucht? Auf jeden Fall noch circa gut ein, zwei Wochen. Dann kann ich erst natürlich den PC hier bei mir daheim anschließen und so weiter, wieder alles neu raufmachen. Und das geht natürlich dann auch ein bisschen. Ich schätze mal schon, dass ich das innerhalb einem Tag hinbekomme, aber trotzdem muss es natürlich erstmal gemacht werden. Erstmal muss er ankommen und bis das passiert, da geht halt echt noch eine gute Woche, vielleicht auch noch mehr. Und da bin ich halt echt gespannt, bei mir daheim ankommt. Okay, so, den Checkpoint haben wir auch. Und das ist auch übrigens jetzt hier eine neue Map. Finde ich auch ganz nice. Und da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe ja schon mal das in dem Video angesprochen. Auch zum Beispiel die PC-Specs, die gibt es auch alles in einem anderen Video. Das heißt, wenn ich wirklich mal mit dem neuen PC aufnehme, dann, ja, sage ich euch auf jeden Fall so, was alles in dem PC verbaut ist und so weiter. Und natürlich wird es dann da auch bessere Livestreams geben. Ich hoffe, man merkt dann auch den Qualitätsunterschied. Wäre natürlich schon ziemlich nice. Und ich denke mal, das sollte man auf jeden Fall alle mal merken, beziehungsweise da kommen natürlich dann auch wieder vielleicht etwas andere Minecraft-Videos, auch in einer besseren Qualität mit Facecam. Da gibt es dann vielleicht dann nochmal ein extra Video, beziehungsweise spreche ich das nochmal extra an. Da muss ich noch schauen, wie ich das genau machen werde. Und das war es jetzt erstmal so zu dem. Und wir sind jetzt gleich am Ziel, glaube ich, jetzt nur noch hier runterspringen. Gleich sind wir da. So, noch ein Checkpoint hier mitnehmen, vielleicht noch ein bisschen Dia-Rüstung, Dia-Brustplatte, jawohl, da haben wir auch schon eine, perfekt. Okay, nice. Okay, so, dann hier wieder weiter. Okay, und das sollte man doch auch schaffen. Ich glaube, das war sogar mein erster Fail, soweit ich weiß. So, und, ah, schade. Okay, das haben wir jetzt nicht geschafft. Normalerweise sollte es gar nicht so schwer gehen. Ich bin auf jeden Fall hier den anderen gerade weit voraus. Das Jump'n'Run geht echt nicht so schwer, ist auf jeden Fall auch für die Leute gedacht, die jetzt zum Beispiel auch nicht so krass jumpen können, aber auf jeden Fall ja eine nice Sache hier. Dann, so, jetzt hier noch kurz drauf, können wir direkt ans Ziel und dann hier die Blöcke noch abbauen und nochmal ein Dia-Schwert hier, okay. Unlucky Block und noch Lucky Sheeps, die jetzt ja noch nichts bringen hier und die Monster machen jetzt auch Schaden, okay, so. Dann, okay, das ist gleich stark, machen wir das hier erstmal hier hin und Angel haben wir nicht, aber egal, wir werden TP'd. Ihr seht, hier ist auch noch der Bug und das bewegt sich einfach manchmal so komisch, wie man gerade hier sehen kann. Also keine Ahnung warum, aber mal schauen. So, der hat echt. Okay, so, gute Rüstung, deswegen habe ich einfach mal gleich den Heiltrank auf den geworfen und komm. Den müssen wir doch direkt bekommen. Oh shit, der hat sich halt wieder instant voll geheilt. So. Und jemand hat uns auch mit der Wither Potion hier getroffen, mit der Unlucky Potion. Und ich denke mal, den sollte ich endlich bekommen. Und er hat ihn abgestoppt einfach. Was? Dafür habe ich den gekillt. Zum Glück. So, weiter geht's. Und der hat auch keine Schuhe an. So. Deswegen schauen wir mal, ob wir den bekommen. Jawohl, sehr nice. Dragon geschwind wieder voll. Gehen wir mal auf den, der auch eine Angel hat. Vielleicht ist er gleich draußen. Wie viel Leben hat er noch? 5 auch. Na, das lohnt sich jetzt nicht.
Und der leckt sich da hinten durch die Gegend. Der aber auch hier, okay. Gehen wir mal hier drauf. Dann sollten wir den auf jeden Fall safe bekommen. Und nice, der ist down. Okay. Zuckerstamm. Dann können wir den auch noch schnell. So, Zuckerstamm, ich bin gleich wieder voll. Du müsstest low sein. Und bitte lass dich jetzt nicht abstauben von irgendjemandem. Das wäre ziemlich nice. So, komm. Jawohl, da fällt er ein bisschen. Oh, der hat den mit Wither, einer Wither Potion abgeworfen. Das ist sehr nice. Und so, ich glaube, ja, noch zwei Hits, oder? Dann müsste er down sein. Jawohl, nice. Dann hier wieder weiter zu dem Gegner. So. Und der hat eine minimal schlechte Rüstung als ich, aber vielleicht bekommen wir den auch. Ja, nice. Okay, da laufen auf jeden Fall schon mal die Kills hier. Sehr schön. Und wir haben auch eine Angel. Können wir direkt ans Ziel. Endlich jetzt. Okay. Da können wir den gleich mal hier ein bisschen zur Seite boosten. Okay. Und da darf jetzt nicht mehr wegrennen. Nee, aber schafft er jetzt auch nicht mehr. Und ja, die Dorn, die können manchmal echt ganz schön OP sein, beziehungsweise auch abfacken. Okay, und der ist jetzt nicht direkt auf mich gerusht. Und sein Helm ist am Arsch einfach gegangen. Okay. So, der will sich jetzt wahrscheinlich alles nach Sachen snacken. Der hat halt eh schon fast Full Dia. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich jetzt den killen kann. Nice, haben wir geschafft. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, die doch nicht. Oh mein Gott, wenn ich das hier überlebe. Nein, den sollte man vielleicht bekommen. Aber der macht echt krass viel Damage. Ich weiß nicht warum. So, komm, komm, jawohl. Nice. Oh, da kommt der nächste direkt. Und ja, den sollten wir doch auch bekommen. Und die sind da hinten irgendwo. Da oben ist einer auf einem Baum. Okay. Und der will sich da hochbuggen. Mein Freund, das machen wir aber nicht hier, oder? Alles klar. Oh man. So, geht er jetzt hier runter oder was macht er hier? I don't know. So. Und so, komm. Dich will ich auf jeden Fall mir holen, mein Freund. So. Und der rennt jetzt aber weiter weg, obwohl es eigentlich gar nichts bringt. Also irgendwann geht natürlich eh die Runde wegen der Zeit zu Ende. Und da ist jetzt auch, okay, auf einem Leben. Dann wieder nach da hinten, wo der Kompass uns hinführt. Und der rennt jetzt wieder weg, oder? Ist es der gleiche? Ja, das ist der gleiche hier einfach. Oh Mann, was ist los mit dem? Der will hier immer, ich glaube, irgendwo wegcampen so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. So, wir schlagen den mal nach links hier. Dass wir erstmal wieder gut kämpfen können. Und der ist jetzt auch komplett raus. So, dann der nächste da hinten. Wieder. Und keine Ahnung, was der macht. Okay, der campt aber nicht. Der schaut nur auf den Boden. Und wird jetzt von dem anderen angegriffen. Und die haben... Okay, nee, der eine hat zumindest ein Leben. So, dann... Okay, wollte ich jetzt auf den gehen, aber... Dann habe ich ihn jetzt einfach mal nicht abgestaubt. So. Okay. Und, ja, das Dorn, Alter. Das ist halt schon in manchen Situationen echt OP. Okay, Kokslin. Kokslin. Mensch. Zwei Leben noch. Zweimal kann ich ihn noch killen. Und die Runde geht auch in 2,5 Minuten schon zu Ende. So, falls wir schaffen, den Fahrer zu killen. Das wäre natürlich nice. Nicht, dass einer wegen der Zeit gewinnt oder so. Okay. Und ich denke mal, da sollte er nicht mehr wegkommen. Und da war echt ziemlich low und konnte nicht ganz voll raggen. Und zum Glück ist er da draußen irgendwo, oder? Wo ist er denn? Ja, das ist okay. Nicht. Killaura schreibt er in Chat, alles klar. Nicht so weit. Doch ein bisschen weiter weg gespawnt, wollte ich sagen. So, letzter Fight hier. Kokslin. Und was macht er? Er gibt sich noch eine Potion. Oh shit, wir haben 8 Gapples. Dann könnte ich noch drauf gehen hier. Und den jetzt mal noch so ein bisschen holen. Nice. Komm, komm, komm. Der zieht mir natürlich auch ein bisschen was mit seiner Lucky Potion. Aber wir haben gewonnen mit insgesamt 18 Kills. 80 wäre ein bisschen viel. Wäre auch nicht möglich hier mit 12 Spielern. Und welcher Client? Alles klar. GG. Welcher Client? Fragt er einfach. Ja, ich benutze ja, den normalen Client Labymod.
wie man hier sehen kann. Okay, ja, liebe Freunde, das war's so zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal ein paar kleine Infos zum PC und einfach mal mit dem verbuggten Tech-Track hier wirklich Lucky Race gezockt. Es sieht ziemlich komisch aus und ansonsten war es das zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video oder im nächsten Livestream. Link dazu, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao!